Herzlich willkommen bei der neuen Episode von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duel. Das ist mit Sam Kempi ganz normale Wenigkeit mit Vögelgezwitscher im Hintergrund. Das sind meine Vögel. Die können ab und zu mal relativ laut sein, wenn sie ihre 5 Minuten haben, aber damit muss man klarkommen und leben. Sind ja auch Lebewesen, genau wie wir. Und deswegen sollte man das auch respektieren. Donnerseepferd. Ach, der spielt mit den Wattmonstern. Das ist natürlich krass. So, da haben wir das schon mal geklärt, das Thema. Der hat 1-6. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich könnte mit eine Synchro machen mit 6 Sternen. Oder 5 Sterne. Und da bin dann halt safe von fallen Karten. Das ist jetzt die Frage der Fragen. Was machen wir? Ich werde einfach sagen, ich baller das jetzt einfach raus auf 6. So, wenn zur Not habe ich immer noch meine Lichtschwerter, die mich becken können. Und mein schwarzes Loch. Falls jetzt irgendwas kommen sollte. Was ich jetzt nicht handeln kann. So, wir haben den Gojo-Wächter schon mal am Start. Sehr gut. So, dann nehmen wir erstmal sein Seepferd schon weg. Ja, den hätte ich gerne. Das ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Spielen wir die hier. Wir spielen den guten alten Dancerlock. Greifen an. Und weg damit. Die Karte ist so nice oldschool. Früher war die richtig gefährlich. Ich habe nur 1-4, also ich kann das so angreifen, also. Für immer? Warte mal, das müssen wir gleich mal gucken. Für immer? Krass, für immer. Ja, das ist ja ein Ding. Ja, das ist heftig. Ich habe mal versucht, mal so ein Wattdeck aufzubauen, was gar nicht so einfach ist. Und der kommt vom Deck weg. Uzwick kommt vom Deck weg. Weil du musst da wirklich auf viele achten und du musst halt hier auf die... Du musst dir wirklich überlegen, gehst du mit auf den Watt-Synchros, die es da gibt? Und gehst du mit Verstärkungskarten und machst du das so wie hier? Tust du den Gegner davon blockieren? Wie kannst du die schützen am besten? Und. Schon ein bisschen nervig. So, jetzt hab ich schon ein bisschen Bonus. Der ist zu hoch. Aber es ist nicht so schlimm, es geht die ganze Zeit nur um Dancerlock.
Es geht nur um Danzalok. So, selbst jetzt. Na gut, Schlupp. Nee, die Giraffe hat auch Schluppe 1, 2. Schwieriges Thema. Schwierig. Sag es, wenn ich jetzt angreife, verliert er wieder 1000. Aber es ist egal. Du Bastard. Wenn die Zauberkarte unten liegen würde. Also meine. Hätte ich jetzt angreifen können, aber ich kann jetzt, ne? So. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe auch jetzt gar kein richtiges Monster. Jetzt so auf Petto, was das jetzt. Ich habe ein bisschen Raum dafür, müsste ich haben. Also ich habe jetzt keinen richtigen Plan B am Start. Gerade. Die gute alte. Scheiße. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist gut, das ist sehr gut. Wenn der jetzt noch das andere legt, mache ich später weg. Und ich würde das definitiv legen, wer das Ding direkt angreifen kann. Und jetzt mache ich beide weg. Ich habe wirklich ein dezentes Problem. Ich kriege die Karten nicht weg. Ich kann machen, was ich will. Ich krieg unten die Karte jetzt nicht weg. Das ist echt blöd jetzt. Das ist jetzt echt blöd. Ich muss gerade gucken. Falls du einen Krümmel machst, kannst du die Spezial beschwören. Das ist einfach nur so. Der hat auch zu viel Angriff. Scheiße. Was soll ich denn machen? Warte mal kurz. Ich hab da noch hier Pendeldinger. Warte kurz. Ausgerüstet. Okay, und das. Bringt mir nichts. Es bringt mir beides nichts. Und das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich noch einen mystischen Raum dafür in dem Deck habe. Das weiß ich leider auch nicht. Scheiße. Ich würde sagen, ich bin dezent aufgeschmissen, aber dezent. So, und der hat Monster drin, wo er halt direkt angreifen kann. Boah, ist das ätzend. Das ist so belastend. Solange der kein Monster zieht, wo er damit direkt angreifen kann, ist alles gut. Bin ich safe. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Was haben wir denn hier so? Der Säger kann keiner auf einem Monster von Typ Krieger als Ziel wählen. Okay, die bringt mir nichts. Das ist einfach nur so. Falls diese Karte Monster ins Gegner durch Kampf zerstört, füge. Na gut, bringt mir nichts. Einbruch spielt so ganz ein Gerümpel Monster.
Oh, warte mal kurz. Ein Gerümpelmonster zu Brunner bieten. Und ja, Digga, kurz Schmolz brauche ich nicht. Bringt mal leider auch nichts, wenn diese kommen hier. Blablabla. Einmal Spezifik. Während deiner Battlefield kannst du ein Monster in der Verteidigung auswählen. Bringt mir auch nichts. Scheiße. Das bringt mir alles nichts. Retalk. So, der hat leider zu viel Angriff. Ich müsste meine eigene Karte irgendwie wegkriegen oder seine hinten. Warte mal kurz, wie viel Angriff hat der? Der hat 1-4. Oh, warte mal kurz. DG, da müssen wir rein. Da gehen wir jetzt rein in die Masse. Da hast du locken Verteidigung. Das ist natürlich jetzt blöd, aber... Und jetzt hat er wieder 1-4. Ah, das Vieh kann glaube ich direkt angreifen, war das nicht so? Oh, scheiße, ich hab's falsch angegriffen. Oh nein, 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 nein. Oh, der macht eine Synchro. So, da kann ich gerade wieder aufs Deck mischen. Oh, das ist so belastend. Das ist echt belastend. Ich muss das Vieh aber tot machen. Das greift mich jetzt jede Runde einfach direkt an und das ist natürlich jetzt ohne vorteilhaft. Oh Mann, ich muss da noch einen mystischen Raum davor drin haben. Ich glaube, ich habe die Zwiebel mal drin. War das nicht so? Oh, das ist belastend. Okay, die heb ich mir auf, definitiv. Dann soll er gleich liegen. Oh, scheiße. Warum muss denn der Typ auch so krass auf Zeit spielen? Das ist doch belastend. Gerümpeldiener. Oder der Typ sammelt jetzt Monster, die mich direkt angreifen können. Und dann greift er einfach mit allen Vieren an. Oh nee, jetzt macht er die Scheiße auch noch. Oh, gar kein Bock. Oh, kein Bock. Was soll ich denn da sagen? Was soll ich denn da einfach sagen? Da fehlen mir einfach die Worte bei so einer Scheiße. Ich muss ja irgendwas hier wegmachen. Alter, das wäre übelst krass. Wenn der jetzt sammelt, der deckt dir dann auf und greift mich einfach mit allen Vieren direkt an. Das wäre krass. Feiern würde ich das ne, aber das wäre richtig krass von den Typen. Muss ich jetzt ernsthaft warten, dass das Deck out ist? Oh Mann.
Ey, die Scheiße kann man sich doch nicht vorstellen hier. Boah, es ist belastend. Ich kotze so hart ab. Würde nicht springen, will ich eh nächstes rote Dings noch. Alles klar, der macht OXIS-Beschwörungen. Krass. 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 So, also. Was soll ich denn da sagen? Angegriffen hätte der Migene. Ich will. Oh Mann, ey. Zum Glück ist der ganze Scheiß in 6 Minuten vorbei, in 6 Runden vorbei. Ey, den Bullshit kann man sich nicht ausdenken. Es geht einfach nicht. Geh fort weg. So, in 4 Runden. Oh, ist das belastend. Alter, ich kann die Scheiße auch nicht mal schön reden oder irgendwas. Das hat mich schon damals auf dem DS gestört, diese Scheiße. Dieses Deck. Bruder, ey, muss komplett los. Absoluter Müll. Ja, noch 2 Runden. Einfach noch 2 fucking Runden. Gott sei Dank. Komm, wenn du's bist. Danke. So nervig und langatmig. So ein Trick. Das Schicksalsdarmdeck. Das ist dirty. Das ist wirklich dirty. Mal gucken, ob ich damit was machen kann.
fange natürlich nicht an. Schickst das Heldendeck ist doch Start, wenn wir dann außen, Schorkenstot. Mit der Feldkarte und alles drum und dran, war das nicht das? Ich weiß ja nicht, welche Karten die von damals spielen. Also grob weiß ich das schon mit der Feldzauberkarte. Genau der. Jedes Monster, was beschworen wird, geht erstmal aus dem Spiel und kommt nächste Runde dann wieder und bla bla bla. Wie gesagt, grob kenne ich ja das Deck. So, das ist jetzt kein Hexenwerk. Cool, dann habe ich die Runde gewonnen. Nice. So, und spiel mal. Oh, und die Schwarzflügelmonster. Oh nein. Oh, die sind doch nervig, das fuck. Oh, auf die habe ich jetzt gar keinen Bock. Aber auch gar keinen. Digga. Schwarzflügel können so nerven. Wenn du irgendwie in einem Zug das komplette Board volllegen kannst. So nervig und. Oh nee. Oh, nicht dein Scheiß Ernst. Und genau wegen so einer Scheiße hasse ich die. Genau wegen so einem Müll. Das kann er denn widerlegen, wenn das eine Spezialbeschwörung ist? Ich hasse diesen Müll. Ich hasse diesen Müll. Ich hasse ihn abgrundtief. Was bringt da nicht mal was? War mir so fucking klar, Alter. Ich hasse diese Schwarzflügel abgrundtief. Real fucking talk, ich hasse die. Ich hasse sie abgrundtief. Wenn die so krass spezial beschwören können, dass es einfach nicht mehr feierlich ist.
Machen wir es gleich so. Unten liegt safe Spiegelkraft oder irgendwas. Safe. Hundertprozentig. Zumindest ist das eine Monster in Verteidigung stärker als im Angriff, da kann ich es in Verteidigung legen. Dass ich zumindest ein kleines Backup habe. Dum-dum-dum-dum. Ist geil. Feier ich. Mit den Ehen tust du 4-Sterne-Monster oder höher, also normale 4-Sterne-Monster und höher, einfach aus dem Deck raussuchen. Mit den anderen kannst du dich gleich spezial beschwören. Musst natürlich aber Monster kaputt machen. Und den Effekt kannst du natürlich nur immer pro Runde aktivieren. Ist aber mega geil. Nein. Einfach nein. Oh, scheiße, diese Karte. Ich habe sie sehr abnotiv. Bringt denen aber nichts, weil die geht nicht in den Friedhof. Ich aktiviere den Effekt und kann einfach das Monster speziell beschwören. Die aktiviere ich aber sowas von nicht. So, wir greifen an. Schon mal den weißen Drachen. Und mit der anderen beschwöre ich die. Das ist so geil. Ich feiere das tierisch und das kann einfach klar angreifen. Das ist so dumm. Das ist so dumm gemacht. Ey, holy fucking shit. Ich feiere das. So. Das spielt mit den Biestern. Oh, na gut, dann nehmen wir die Feuer. So, machen wir das letzte. Dann haben wir auch, glaube ich, 4. Ne, da haben wir diesmal auch 4 geschafft. Den ging relativ schnell. Das gegen Crow ging auch zügig. Und wenn wir jetzt hier noch ein bisschen Glück haben, dann steht unser 4-Sieges, beziehungsweise 4 Kämpfe in der Folge nichts entgegen. So, muss einfach mal den krassen Kobold nehmen hier. Direkt natürlich. Und zack, hat er 1000 mehr. Was für ein Arschloch. Ich hab da was dagegen, dass du das machst. Dein Schein. Dieser kleine, dreckige Wichser. Jetzt muss ich irgendwie Zeit rausschinden. Der Kacktyp hat eh 2,6. Ich glaube, ich habe kein Monster im Deck, was mehr hat.
Sicher bin ich mir aber nicht. Ich habe einen Rosendrachen da, ja. Rosendrache ist mein Notnagel. Da müsste ich aber die zwei jetzt hinlegen. Nicht dein Ernst. Das hat er nicht gemacht. So eine Scheiße. Hat er das Monster drin? Der flippt das. Macht wahrscheinlich unten die Karte kaputt. Man kann es nur Monster kaputt machen. Der Effekt geht trotzdem. Was? Was? Jetzt bin ich leicht im Zugzwang, würde ich sagen. So, ich greife an, will ich da mehr Schaden machen als normal. Jetzt bin ich leicht im Zugzwang, scheiße. Nein. Oh, warte mal kurz. Oh, fuck, ich komme nur auf 2,5. Oh, nein. Der Typ zählt ja nicht für sich alleine. Kacke. Fuck, ich hätte eine Verteidigung legen können. Ich Idi. Jetzt wird's dirty. Jetzt wird's dirty. Jetzt wird's richtig dirty. Nee, ich will es noch nicht aktivieren. Nee, noch nicht. Boom, Baby! Scheiße! Was? Ich kann keine andere Feldzauberkarte spielen? Warte mal. Alle öffnen mal Ungeheuermann kriegen. Erhalten 100 Energie jedes Monster danach in deinem Friedhof. Spielzauberkarten können nicht aktiviert werden. Spielzauberkarten können nicht während des Spielzeugs aktiviert werden, indem diese Karte zerstört wird. Oh, Digi. Das ist ja anders wild. Und scheiße. Dum, 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 dum. Oh, ist das dein Ernst? Oh, scheiße. Ich reg mich nicht auf. Ich spiele das ganz locker runter und hoffen, dass alles gut wird. Wir hoffen, dass einfach alles gut wird. Chimäre ist ein sehr schönes Monster.
Wir kriegen sogar noch Angriffsboost. Oh nein. Oh nein. Warum macht doch nicht diesen? Ich hoffe, der spielt weiter den Hasen. Bitte noch eine Runde den Hasen spielen, bitte. Noch eine Runde. Spiel noch eine Runde den Hasen. Das wäre auch zu schön gewesen, ey. Es wäre einfach fucking zu schön gewesen. Der Typ nicht den Boost, ey. Ich würde den wegmachen. Und der kriegt leider nur 1000 pro Feuer und da zählt er mit. Also nicht alleine. Das hat der Typ nur 2-2. So. Oh nein. Oh, Kotze. Ist das ärgerlich. Gut, das mache ich offline. Also habe ich 2 Gegner noch, die ich offline machen muss. Das mache ich aber nach meiner Aufnahmesession. In dem Sinne, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, macht irgendwas Sinnvolles. Und bis zum nächsten Mal bei Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist mit seinem Campgast. Das ist natürlich meine Wenigkeit. Ihr kleinen 3 gegen Racker.